Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute mal nicht aus dem Bayerischen Landtag, sondern ob der parlamentarischen Sommerpause von unterwegs aus, ganz konkret vom Dach des Daniel, dem Wahrzeichen der wunderbaren Stadt Nördlingen, mit einem sensationellen Ausblick über den Rieskrater in meinem Rücken. Ein ganz besonderes Herzstück meiner Heimatregion hier bei mir zu Hause in Bayerisch-Schwaben. Inhaltlich geht es heute um eine ganze Reihe von Fragen, die uns in den letzten Tagen zur gemeinsamen Forderung von Landtagsvizepräsident Alexander Holt und mir nach einem bayerischen Transparenz, einem bayerischen Lobbyregister für unseren bayerischen Landtag erreicht haben. Stellvertretend nehme ich Bezug auf die Frage von der Tamara aus Markt Oberdorf, die mir geschrieben hat, ihr wollt jetzt ja ein Lobbyregister im Landtag. Kannst du mal erklären, warum und worum es euch dabei geht? Ja, liebe Tamara, ich mache das sehr gerne, weil das tatsächlich ein Anliegen von uns Freien Wählern war, schon als wir als Bürgermeisterpartei, als Kommunalpartei in den Bayerischen Landtag eingezogen sind und erst recht jetzt als Regierungsfraktion in Bayern mehr Transparenz in unser Landesparlament hineinzubringen. Wir haben als Opposition schon einmal dieses Lobbyregister, dieses Transparenzregister beantragt, damals keine Mehrheit gefunden und nehmen jetzt in unserer neuen Rolle als Teil der Bayerischen Staatsregierung einen neuen Anlauf. Getriggert ist das natürlich von dem, was im Deutschen Bundestag passiert ist. Im Deutschen Bundestag, wo über Philipp Amthor aus der Mitte des Parlaments heraus bezahlter Lobbyismus stattgefunden hat, für uns als Freie Wähler doch ein eindrucksvolles Indiz dafür, dass wir mit dem systematischen Wegschauen aufhören müssen, dass wir klare Regeln, transparente Regeln, ja, dass wir ein öffentlich einsehbares Register benötigen. Das heißt ausdrücklich nicht, dass wir Freien Wähler uns Sorgen machen, dass im Landtag, was dieses Thema angeht, ähnliche Dinge passieren würden wie im Deutschen Bundestag. Ich sage ausdrücklich dazu, dass dieses ja streng organisierte, hochbezahlte Lobbying bei uns im Bayerischen Landtag sicher nur rudimentär im Vergleich zum Bundestag stattfindet. Und ich sage auch und ganz ausdrücklich dazu, dass ich es für dezidiert wichtig halte, dass wir Parlamentarier in ständigem Kontakt sind, in ständigen Kontakt mit den Spitzenvertretern der Wirtschaft, in ständigen Kontakt mit den Spitzenvertretern der Verbände, der Vereinsstruktur, der karitativen Organisationen. Denn davon, von diesem ständigen Austausch und Dialog mit dem vorpolitischen Raum, davon lebt gute Politik. Und gerade wir Freie Wähler als Gruppierung, die mit beiden Beinen auf dem Boden und beiden Ohren bei den Menschen sein wollen, wir profitieren davon ganz besonders. Wir wollen Politik ja nicht aus einer Parteizentrale raus, von oben nach unten, sondern von unten nach oben machen. Und dazu muss man wissen, wo draußen die Menschen im echten Leben jenseits des Landtags der Schuh drückt. Deshalb ist dieser Dialog wichtig, aber es muss transparent sein, wer mit wem redet, wer in wessen Namen und insbesondere wenn Geld im Spiel ist, auf wessen Payroll solche Gespräche führt, sodass entsprechende Einflussnahmen erstens erschwert werden, möglicherweise von Haus aus gar nicht stattfinden oder aber mindestens im Sinne eines offiziellen Überblicks von den Menschen, die unsere Arbeit als Politiker beurteilen, denn wir sind Angestellte der Menschen in Bayern, die aus Steuergeldern finanziert werden, von denen eingesehen werden können. Deshalb wollen wir auf den Weg bringen, dass es im Herbst eine Anhörung im Bayerischen Landtag gibt zum Thema Lobby- und Transparenzregister. Wir wollen uns die Experten ins Maximilianeum holen, die uns sagen, wie wir sinnvoll vorgehen sollen, wie ein solches Register aufgebaut sein kann, sodass es am Ende des Tages auch funktioniert und die drei Ziele, die ich genannt habe, auch bestmöglich erfüllt. Erstens, dass weiterhin bestmöglicher engmaschiger Dialog zwischen politisch Verantwortlichen und gesellschaftlichen Verantwortungsträgern stattfindet. Dass zweitens aber Transparenz darüber herrscht, öffentlich einsehbar ist, wer mit wem spricht. Und dass drittens darüber hinaus dann auch gegenüber der Öffentlichkeit eine entsprechende Rechenschaft über ein solches Register möglich ist. Eine solche Anhörung wollen wir auf den Weg bringen. Und mit dieser Anhörung, aus dieser Anhörung heraus, wollen wir dann konkret werden und unsere Freie Wählerforderung jetzt in der Regierungsbeteiligung nach einem solchen Transparenz- und Lobbyregister umsetzen. So viel zu den Fragen zu diesem Themenkomplex, verbunden mit herzlichen und zwischenzeitlich auch sonnigen Grüßen von der Spitze Nördlingens vom Daniel. Wenn auch ihr eine Frage habt, wie immer, unten in den Kommentaren posten, dann gibt's die Antwort darauf nächste Woche, wenn es wieder heißt Frag Fabian und von wo immer aus wir dann gerade unterwegs sind. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.